Sequenz 4 beendet. Ladies and Gentlemen. Auf geht's zu Sequenz 5. Fortzugehen war schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Mhm. Holy shit. Puma entdeckt. Nun ist mein Puma erledigt. Servus, Freunde. That's me. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, mit der Bewegung muss ich noch ein bisschen üben, also ich bin da noch nicht ganz perfekt drin. Aber so Herausforderungen habe ich eigentlich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin, die zu machen. Ich werde eher so die Story und Story-Nebenmissionen machen etc. alles. Vielleicht ein paar Kurieraufträge etc. oder sowas, das was es halt immer schon gab. Ja. Aber es war ja eigentlich für jeden, sag mal, Assassin in, ja, eigentlich jeden Assassin, den wir bisher gespielt haben, so, dass die nicht wirklich in ihrer Rolle zufrieden waren und eigentlich auch andere Sachen für sich entsinnt hatten. Und eigentlich nur das so, ich sag mal, in Anführungszeichen, die Pflicht war, die sie einfach gemacht haben, ausgeführt haben. Und nicht irgendwie, weil sie das so wollten. Bei Ezio war das ja so. Alter, er ist ja auch ja, irgendwie reingerutscht. Okay, auch aus seinen eigenen Fehlern und auch aus seiner eigenen Ideologie. Genauso wie Ezio eigentlich auch. Aber weißt du, was wäre aus Ezio geworden, wenn die Eltern nicht, oder wenn der Vater nicht gestorben, nicht gehängt worden wäre? Und die Brüder? Und, Gehen wir aus dem Weg! Ihm nach! Wow, was war das denn? Freunde? Und was wäre aus, aus Connor hier geworden, wenn er einfach beim Stamm geblieben wäre und nicht auserwählt worden wäre? Was macht ihr denn da eigentlich? Davenport-Siedlung reisen. Moment, ich habe einen Frosch im Hals. Oh mein Gott, erstmal einen Schluck trinken. So, weiter geht's. Akzeptieren.
Wie gesagt, das war halt alles Schicksal. Rikscha. Wer das noch kennt, aus welchem Film, schreibt mal in die Kommis. Wenn ihr es wisst, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ich diskriminiere keinen deswegen. Ja. Rikscha. Wer sagt das und aus welchem Film? Schon eigentlich ein Tipp, dass es aus dem Film ist. Verdammt. Egal. Also ich weiß nicht, also ich erinnere mich da an einen sehr bekannten Film. Erster Teil einer Trilogie. Daher kenne ich das. Kann auch sein, dass es noch einen anderen Film gibt. Dieses Wort, dass es da auftaucht. Das habe ich ziemlich viele Tipps gegeben, oder? Trilogie, erster Teil der Trilogie. Ja, ziemlich, eigentlich ist es jetzt schon fast zu einfach. Hallo? Hallo? Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der... Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Habe ich recht? Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh, doch. Oh, nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfödi, wie bitte? Freunde. Konföderation, du Esel! Ein Verbund, eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, halt dich da raus. Boah, seid ihr schlecht, ey. Schlagt ihr eigentlich extra vorbei? Ist das irgendwie so Wrestling-Showkampf oder so? Wo nur so ein bisschen geschauspielert wird und so? Und ihr euch im Kreis dabei dreht? Leute, so einen schlechten Boxkampf habe ich ja noch nie gesehen. Ey. Hast du mich getroffen? Egal, ich gehe weiter. Whatever, was auch immer die wollen. Wir gehen weiter. Das scheint mir nach der richtigen Adresse zu sein, wohin wir wollen. Guten Tag, Sir. Ein rüpelhafter Mann, Sequenz 5, Mission starten. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Schutz in den Stillen suchen. Alles klar, machen wir. Warte mal, wir können es vielleicht noch einmal kurz probieren. Nee, kann man es nicht probieren. Wohl nicht. Okay.
Never mind. Gehen wir zu den Stellen. Ich muss ein Lager aufschlagen. Das sollte reichen. Der Tag danach. Komm, alter Mann, mach doch auf, Junge. Gibt es einen anderen Eingang? Den gibt es ganz bestimmt. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Ich komme hoch. Genau. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Genau, warte nur. Wir haben Zeit. Wir sind noch jung. Okay, du bist. Ach, wirst du mich nicht loswerden. Du. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Hoi, Männer! Boah, Jungs, ey. Verschwunden, als du konntest. Was ist denn mit euch los, Alter? Armen Mann aus Raum oder was? Ach, sieht mal, wie der tanzen kann! Ein Regentanz hilft dir auch nicht mehr.
Wichser. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Vielen Dank. Räum hier auf. Und dann sollten wir wohl reden.